Eine junge Frau, eine Familienmama, erzählte mir vor einiger Zeit eine interessante Begebenheit, die sie ganz kurz zuvor erlebt hatte. Und zwar war sie unterwegs und hat ihre Tochter, 4,5 Jahre alt, aus dem Kindergarten abgeholt. Und sie merkte schon, als sie im Auto war, na, irgendwas ist komisch, und plötzlich schreit das Kind aus dem Nichts heraus und giftet und schreit: Ich will dich immer beten. Ich will nicht immer beten. Und die Mutter merkt schon, oh, hier ist was ganz Komisches. Zu Hause lässt die Tochter sich nicht anfassen, ist völlig ungenießbar, schlägt um sich, ist richtig hysterisch. Und die Frau nimmt sich die Tochter und fängt an zu beten und fängt an, das Blut Jesu zu proklamieren und fängt an, einfach dem, was in dieser Tochter sich da manifestiert, zu widerstehen. Und es dauert eine ganze Zeit lang. Und irgendwann ist dieses Kind beruhigt, hat sich beruhigt, kommt zu seiner Mama, lässt sich in den Arm nehmen und die Sache ist erledigt. Und dann kommt Folgendes raus. An dem Tag war sie im Kindergarten gewesen und von der Nachbargruppe waren Kinder gekommen und die hatten ein Stempeltattoo. Und sie wollten alle Kinder abstempeln. Und dieses Mädchen wollte nicht, sie hatte irgendwelchen Widerwillen dagegen. Und sie hat gesagt, nein, ich will das nicht. Und dann haben die Kinder der Nachbargruppe sie geschnappt, überwältigt und ihr diesen Stempel verpasst. Und dann sagt das 4,5 Jahre alte Mädchen, in dem Moment kam etwas Böses in mich hinein. Das konnte sie ganz genau so beschreiben. In dem Moment kam etwas Böses in mich hinein. Was ist das hier? Das ist ein typischer Fall von einem Versuch von dämonischen Mächten, einen Menschen zu überwältigen. Weißt du, dämonische Mächte lauern geradezu auf den Moment der Ohnmacht. Den Moment, wenn wir ausgeliefert sind, wenn wir nicht Herr unserer Sinne sind, wenn wir uns nicht wehren können. Ja, dieser Moment, den warten sie ab und zack, den nutzen sie. Ein Moment des Schreckens. Beispielsweise, wenn jemand in einer gefährlichen Situation im Auto ist, im Verkehr, ja, erschrickt sich und weiß, ab dem Moment habe ich dieses Problem. Ab dem Moment habe ich diese komischen Gedanken. Ab dem Moment erschrecke ich mich immer, wenn ich in irgendeiner bestimmten Situation bin. Ich werde davon gar nicht frei. Das ist so ein typisches Ding. Dämonische Mächte versuchen, uns zu überwältigen. Und sie nutzen dazu in der Regel den Moment, wo wir schwach sind, wo wir ohnmächtig sind, wo wir wehrlos sind. So, deshalb ist zum einen wichtig, dass du für deine Kinder, deinen Ehepartner, für dich selber natürlich, betest, Schutz proklamierst, dir bewusst bist, dass du in einem geistigen Kampf stehst. Zum anderen, wenn so etwas in deiner Familie, deiner Verwandtschaft irgendwie sich anbahnt, dass du dir Zeit nimmst, dass du betest, dass du die Dinge einfach bereinigst, ganz so wie die Bibel uns auffordert, da heißt es beispielsweise in Markus 16, diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. Wenn du also glaubst, dann ist das etwas, was dir folgen sollte. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Dämonische Strukturen, einfach Dinge, die negativ sind, negative Geister, raus damit aus uns. Und zum Dritten möchte ich dir sagen, wir haben ein Seminar, ein Videoseminar auf unserer Webseite, was Grundlagen, Wissen vermittelt zum Thema Dämonen, wie sie arbeiten, was das eigentlich ist, wie das alles zu verstehen ist. Und ich lade dich ein, dich damit zu beschäftigen, dir das anzuschauen. Da werden auch Bücher genannt, die dir vielleicht weiterhelfen können. Wenn du merkst, dass da etwas ist, was in deiner Familie oder dich bedrängt, wo du einfach merkst, ich komme da nicht raus, dann ist das etwas, womit du dich sicherlich beschäftigen solltest. Immer wenn etwas zwanghaft ist, immer wenn etwas ist, wo wir überwältigt sind und uns fast nicht dagegen wehren können, obwohl wir es eigentlich nicht wollen, dann ist es etwas, was darauf deutet, dass das dämonischen Ursprungs sein kann. Wir brauchen als Christen da keinen komischen Aberglauben davor zu haben. Uns ist Macht darüber gegeben, aber wir müssen sie auch in guter und weiser Art und Weise nutzen. In dem Sinne möchte ich dich einladen, schau dir das an, beschäftige dich damit und beobachte deine Kinder und dein Umfeld, was immer da passiert. Und sei dir bewusst, wir sind in einem realen, echten geistlichen Kampf
und der Feind versucht uns, wo er kann, zu erwischen. Aber der Schutz und der Segen und die Kraft, die wir in Christus haben, ist um ein Vielfaches größer. Und jede dämonische Macht muss fliehen, wenn wir gegen sie angehen. Gott hat mehr für dich.